Hallo zusammen, ich habe hier eine Kompressorkühlbox mit beidseitig öffnendem Deckel. Der ist auch abnehmbar. Ich habe schon ein paar Videos gemacht über diese Kühlbox. Die haben wir Standard im Programm. Aber es gibt eine kleine Änderung, und zwar ist das erstens der Preis. Wir schlagen im April jetzt, 1. April 2022 auf. Und dann kostet diese Box statt 540 Schweizer Franken 570 Schweizer Franken, weil wir haben massive Teuerungen, Transportkosten aus China, die Box kommt aus China. Früher haben wir mal 2000 Euro bezahlt, US-Dollar für einen Container, und heute liegen wir bei 15.000. Zweitens habe ich hier noch das alte Energielabel drauf, das kommt weg, und dafür kommt das neue Energielabel. Diese Box ist nicht mehr energielabelpflichtig. Aus diesem Grund habe ich hier ein Label kreiert. Das ist dann hier so. Das Label verlinke ich euch unten drin. Auch die neue Preisliste verlinke ich euch unten drin. Der Rest bleibt an dieser Box genau gleich. Außer ich habe keinen 230 Volt Anschluss mehr. Das ist auch Energielabelgesetz und so weiter. Weil diese Box kriegt man nicht mehr durch die Energielabel-Klassifizierung durch. Entweder bescheißt ihr, so wie Dometic, die brauchen dann zum Beispiel, könnt ihr auf den Datenblättern anschauen, auf 230 Volt viermal weniger Strom wie auf 12 Volt, aber sie machen Stromwerbung mit dem Stromverbrauch auf 230 Volt. Kann theoretisch, technisch nicht möglich sein. Ja, wir haben ein Netzgerät dazu, also nicht zu dem, aber wir haben eins. Und ich verlinke euch hier noch ein Video über diese Kühlbox und hier unten ein Video über die noch größere Kühlbox, die 45 Liter. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.